Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever 2. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich zu den neuen Fahrzeugen, die jetzt schon wieder hier reinkommen. Es ist Wahnsinn, es ist absolut unglaublich, was hier alles rankommt. Eigentlich warte ich nur noch auf den ICE. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Nein, mal gucken. Ich würde mich freuen, wenn der bald kommt. Das ist 1978. Könnte bald was kommen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, wann der erste ICE kam. Da gibt es mehr Experten. So, lass mal gucken. Wir haben hier Produktion ohne Ende. Also Heiligenstadt hier ist... Macht Gewinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Finde ich cool. Macht tatsächlich Gewinn, das Ding. Läuft richtig gut hier. Der hier ist noch ein bisschen lahm. Jetzt muss der bremsen. Wie sieht's denn mit dir aus? 5. Muss er wieder bremsen? Ja, hier ist auf jeden Fall mächtig betrieblos. Er muss auch bremsen. Ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Ah, 92. Guck mal, wie die Leute hier langlaufen. Naja. Aber es geht, ne? Es geht voran, es läuft. So, der Plan war eigentlich jetzt mal anzufangen, hier für Plastik zu sorgen. Plastik und Stahl, dann hätten wir hier hinten Waren. Waren können wir dann hier wunderbar in der Stadt wieder vertickern. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir jetzt Plastik ranbekommen. Das würde ich fast sogar so machen. Mal, der ist das. Wir brauchen aber das. Das muss mit Zug ran, definitiv. Sonst ist hier kein... kommst hier auf keinen grünen Zweig. Schiffe funktionieren auch gut. Ist auch nochmal... Also hier müssen wir noch mit dem Zug ran. Straight hoch. Würde ich jetzt fast sagen. Also, neues Gebäude. Es wird mal Zeit wieder für einen Zug. Oh, was ist das denn? Spitzkehre. Sind das jetzt hier Spitzkehre? Ein Stück Gleis mit Straßenanschluss seitlich, welches als Wendepunkt im Spiel genutzt werden kann. Okay. Das ist jetzt neu. Spitzkehre Güter. Spitzkehre Güter. Ich sehe hier Sachen, die sind neu für mich. Das ist der Wahnsinn. So, Oberleitung, ja. Bahnhof, Gebäude. Güter. Güter, die Frage ist, leiten wir noch mehr hier durch? Ich befürchte ja fast, dass wir das dann auf jeden Fall machen. Rohöl kommen wir dann ja zurück eventuell. Lass wir das noch mit anzapfen. Ja, ich befürchte, wir werden hier mehr bauen. hier ruhig mal ein bisschen mehr Power, dass wir mal Maximum Zug ran machen können. Würde ich jetzt mal behaupten. Ruhig ein bisschen auf die Kacke hauen. 8 Züge. 8 Gleise, neuer Verteilerpunkt. Why not? Come on. Wir haben es ja, wir haben Kohle ohne Ende. Also können wir das ja so machen. So, warte mal kurz. Vielleicht können wir die ja beide mit abkaschen. Okay, das geht immer noch. Da haben wir immer noch ein Bild. Jetzt nicht mehr. Okay, da müssen... Also hier werden wir wohl mit LKWs arbeiten. Anders lohnt es sich nicht.
Andererseits Plastik da hochzuballern. Dann mal hier ran, da rumwandeln. Ich überlege gerade, wie wir das am allerschlauesten machen, ne? Weil ich möchte nicht ungern zwei Dings haben. Zwei fette Güterbahnhöfe. Ich weiß nicht, es muss nicht unbedingt so sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir gekurfte Bahnhöfe wieder bekommen. Das wäre so mega. Ja, das ist jetzt hier ein Problem. Was machen wir? Was ist schlauer? Das ist jetzt hier die Frage. Da oben hin zu liefern, von da aus dann das Plastik umzuliefern, was er wieder zurückbringt. Es ist fast schlauer, wirklich hier oben hinzugehen, den abzugreifen, den dann da hochzubringen, den Plastik quasi, und hier unten das mit LKWs zu verbinden. Das ist fast schlauer. Ich würde sogar behaupten, das ist schlauer. Okay, machen wir nochmal hier den Kram weg hier. Ja, ist mir egal. Wir bauen hier um. Ihr kriegt eure Straße gleich wieder, keine Sorge. Sobald ich meinen Bahnhof gepflanzt habe, können wir da gerne drüber reden. Vorher aber nicht. Ja, zack. Ich sehe schon kommen, dass wir da Probleme bekommen. Können wir nicht irgendwie das in die Richtung drehen? Mal, wenn wir bekommen von da aus. Ja, wie gesagt, da wären mir jetzt diese gekurften Dinger auf jeden Fall lieber. Aber ist nicht. Noch gibt es da keine Mod für. Was ich mega schade finde. So, jetzt können wir den hier zumindest ransetzen. Dann wird ein neuer Verteilknoten werden. Ja, der ist gesetzt. Maximum, was geht. So, dann kannst du da ran. Dann hast du deine Verbindung wieder und dann passt das aus. So. Also wie gesagt, da soll es dann rausgehen, nach dahin. Und hier kommen wir dann erstmal jetzt mit allen möglichen Zeugs ran. Bretter könnten wir auch dahin transportieren. Fahren lassen, etc. pp. Also wir könnten eigentlich theoretisch von hier aus dann das ganze Land beliefern, wenn wir wollen. Über verschiedene Zwischenhaltestationen. Was ist denn das Spitzkehrgüterstück, das den Wendepunkt im Spiel nutzen kann? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, so richtig. Das ist das Problem. Also Gleise, 160er. Da machen wir mal so. So, dann machen wir mal das mal. Müssten wir eigentlich, glaube ich, schon einschlagen. Aber ich will noch mal gerade rüber. Weil ich ganz gerne noch mal was ausprobieren würde. Da habe ich nämlich gesehen, na. Ah, du sollst ja auch gerade gehen, Junge. Das ist, dass man wohl irgendwie so eine Art Doppel-X-Weiche machen kann. Das will ich jetzt einfach mal ausprobieren.
So geht das. Ah, komm schon, ernsthaft? Warte mal kurz. Ist, wie gesagt, das will ich jetzt mal ausprobieren. So, du hast da, du hast da. Na, holla die Waldfee, das ist aber eine krasse Weiche hier. Ja, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Einfach mal just for fun. Gut, das weihen wir dann später ein. Weiter geht's. Müssen wir mal kurz gucken, wie wir das jetzt hier sinnvoll machen. Sinnvoll wäre so irgendwie. Müssen wir gucken, dass wir straight hochgehen. Ah, ja, ich weiß, der ein oder andere wird sagen, nimm doch kürzere Abschnitte. Aber ich bitte euch, bei 173 Millionen auf dem Konto, da mache ich mir keine Sorgen wegen Geld gerade. Also das ist schon okay. So, dann werden wir jetzt mal eine Weiche bauen. Ich glaube, es ist am schlauesten, wenn wir das hier tun. Und da das ja sehr lang wird, werden wir hier unten auch nochmal eine Weiche, obwohl hier haben wir ja eine Weiche, diese mega Weiche. Na komm. Na. Genau, so will ich das haben. So, dann könnt ihr von mir aus da fahren, wie ihr wollt. Das ist mir schnurzpiepegal. Weil ich will hier viel hoch transportieren. So, na, da will ich das haben. So, dann machen wir dich. Dann haben wir dich hier und dann machen wir das so. Alles klar, dann können wir da oben Rohöl hochtransportieren, was dann wegtransportiert werden soll. Mir fällt gerade auf, ich brauche ja noch Verbindung zum Lager, zum Anschluss. Wo gehen wir denn da am besten ran? Ich glaube von hier aus. Wenn wir so einen Zugangsweg irgendwie legen. Neue Linie. Das ist Öl Dornheim. Mal ganz kurz. So, das klappt hier noch gar nicht. Okay, dann müssen wir dann noch mal die Signale wegnehmen. Ah!
Das klappt nicht. So wie ich mir das vorstelle. Why eigentlich? Haben wir das gemacht? Ich habe es mich fast befürchtet gehabt. Na? Warum geht denn der jetzt nicht auf? Doppelgleis. Okay, das ist es auch nicht. Hä? Das ist jetzt aber merkwürdig, dass der nicht auf Doppelgleis geht. Jetzt geht er. Da oben zumindest. So, machen wir so. Jetzt sieht das so ganz manierlich aus hier. So. Jetzt müssen wir natürlich eigentlich auch mal was auf die Schiene bringen. Beziehungsweise nochmal eine Straße legen. Wobei wir hier eigentlich auch mal bequem. Ach, das geht doch. Guck mal, kannst du doch reingehen. Schönen Kreis legen. Sag mal geil. Das ist cool. Gefällt mir. Gebäude. So, Kumpel. Passt, wackelt in der Luft. Straßen. Upgraden. Ah, es ist ein Landstraßenkreisel. Haben wir jetzt Gebäude gedreht. Gedreht, noch ein bisschen. Passt. So, die Linie steht. Jetzt machen wir die Linie noch. Waren. Erntebrück. So, dann haben wir nämlich Plastik. Der kann das nämlich hin und her transportieren. Und von hier aus theoretisch weiterleiten. Hier oben haben wir gleich ein Dings, das ist gut. Cargo, da brauchen wir ja. Ja, da könnte ja noch mehr dazu kommen wegen Transport. Na, 15 wird zu viel sein. 10.
Violett. So, das läuft. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, wie wir hier die Connection bekommen. Hier großzügig rumlegen, da den Dings anbauen. Plastik und Stahl muss hier her dann. Eieiei, das ist ja... wird ja hot. Das ist ja hot jetzt. Gleis. So, das wird ein Zufahrtsgleis. Wo ist denn das? Da oben ist das. Mit Tunnel. Na, die ist daran und dann geht der jetzt in den Inneren. Macht ja nichts, kann er ja so machen. Oder auch nicht. Na komm, mach weg. Was ist denn jetzt wieder? Du sollst ja auch nicht bauen, du sollst es wegmachen. Was ist denn jetzt wieder los? Nicht möglich. Ich will nicht bauen, ich will dich weghaben. Was ist denn das jetzt wieder für ein Scheiß? Sorry, wie ich das sage, aber guck mal. Dann leck mich. Ganz einfach. Kollision. Ah. Oh. Was wir heute noch hinkriegen? Ah, verstehe, wegen dem Dings. Na, geht doch. Mein Gott. Mein Gott. So, das ist ja nur ein Zufahrtsgleis. So, das sollte klappen. Warum laufen wir eigentlich nicht auf Play? Mhm. Was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Tanker, ne? Wir brauchen einen Tanker, Cargo. Von den Tankern haben wir ja mittlerweile mehr als genug. 24er, Emission 64 sind leiser. Nehmen wir mal die hier. Warum nicht? Können alles transportieren. Na, jetzt geben wir mal richtig Gas. 322 Meter. Alter Falter. Zwei Stück kaufen wir. Boah, es ist jetzt richtig brutal. Ich brauche die hier. Alter, bin gespannt, wie die hier rauskommen. Das sind Okolyten werden. Dann muss ich jetzt auch erstmal warten, bis hier der ganze Verkehr wieder weg ist. Hier ist richtig Druck unterwegs, ne? Also es ist schon echt übel. Ich hoffe, dass dann auch gleich produziert wird, die das abholen und hin und her transportieren.
Ja, die fahren auch los. Okay, das ist natürlich jetzt sinnfrei. Und das hier ist eigentlich auch sinnfrei. Denn eigentlich muss so eine Straße One-Way sein. Eigentlich. So, müsste eigentlich alles noch gut sein. Ja, das klappt. So, ich bin mal gespannt, wann unser Megazug da rauskommt. Oh, er ist schon unterwegs. Alter, ist der lang. Ist der riesig. Du Himmel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, den wollen wir noch sehen. Ich gebe mal Vollgas, dass der da ankommt. Wie ist denn das eigentlich? Na ja, gut, ne? Bei der Länge. Bin gespannt, ob da hier gleich was ankommt, dass er es mitnehmen kann. Ja, hier ist doch schon was. 112. Ist doch schon mal ordentlich. Wie viel kann er denn eigentlich mittransportieren? 408. Oh, ja, kann der aber transportieren. Na holla, die Waldfee. Dornheim müssen wir auch noch anklemmen. Und. Na, was für ein Okolyt, ey. Autosave, okay. Komm, lad ein. Graf Zeppelin, Containerschiff Rostock, Tatra, Gedeckter und so weiter und so fort. Okay. Wie viel hat denn der drauf? 45. Ja, der hat zu wenig Zugpower. Da muss ich zu viel abschleppen. Wie lange braucht der denn? 18 Sekunden. Ich wollte gerade sagen. 122 Sekunden, ist okay. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ich hoffe mal sehr gut für uns. Jetzt lass mal kurz gucken. Das hier sieht gut aus. Ist nämlich gleich schon wieder... sind im Plus. Das ist ja richtig geil. Mal gucken, ob wir da was machen können. Letzte gewähltes Fahrzeug. Haben wir was Größeres haben? Containerschiff Rostock. Oh. Alter! Okay. Aber das, liebe Freunde, das Containerschiff Rostock, das sehen wir uns erst beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed. Thank you.